Hallo liebe Moviepiloten und Achtung, Spoiler für The Mandalorian und Star Wars als Allgemeines, denn ich spreche über Ankündigungen erneut. Es gibt erneut neue Star Wars Projekte, die angekündigt worden sind oder zumindest eins, das angekündigt wurde und eins, das angedeutet wurde und genau darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Boba Fett kriegt sein eigenes Serienevent, The Book of Boba Fett. Ich weiß nicht, ob das Season 3 von The Mandalorian sein wird und wir uns einfach von dem Charakter Mando verabschieden und alles jetzt Boba widmen, oder ob es einfach zusätzlich eine weitere Serie geben wird. Im Gesamten finde ich das sehr interessant, weil ich bin gigantischer Fan von Boba Fett. Ich fand ihn immer sehr unterschätzt und ich finde, man hat ihn nie richtig gut genutzt. Man hat nie das Potenzial dieses Charakters wirklich ausgeschöpft, bis The Mandalorian kam. Aber ich finde es ein bisschen schade, wenn man jetzt Mandalorian komplett auf der Strecke lässt und sagt, ja, okay, dieser Charakter, der euch 2 Staffeln lang als Hauptdarsteller präsentiert wurde, der ist jetzt weg. Stattdessen kriegt Boba Fett, eine bekannte Figur, eine eigene Serie. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, doch zur Boba Fett-Serie als solches stehe ich sehr positiv. Doch was ich sehr interessant finde, ist, wie mit den Sequels umgegangen wird. Auf der Disney-Präsentation wurde nicht ein Wort über Rey, Finn oder Poe verloren. Und das ist sehr interessant, weil ursprünglich war davon die Rede, dass diese Charaktere auch in der Zukunft von Star Wars noch Projekte kriegen sollen. Das wird nicht passieren. Ich glaube, es liegt daran, dass die Sequels im Gesamten die Fans nicht glücklich gestimmt haben. Ahsoka kriegt eine eigene Serie, das ist Prequel-Zeugs. Obi-Wan kriegt eine eigene Serie, das ist Prequel-Zeugs. Bad Batch, das ist nach Clone Wars. Dann gibt es The Acolyte, das ist auch Zeugs in der Vergangenheit. Rogue Squadron, das ist OG-Trilogie-Style. Im Gesamten sehe ich nichts, was auch nur irgendwie mit Rey, Finn und Poe zu tun hat. Und selbst Luke Skywalker probiert man ja jetzt gerade zu biegen. Man hat ihm eine Szene gegeben in The Mandalorian, die so stark ist und die sich Fans so sehr gewünscht haben in den Sequels, die sich eventuell auch Mark Hamill so gewünscht hat, haben wir da nicht bekommen. Und auch Rian Johnsons Trilogie, die uns ja angeblich erwarten soll, ich glaube nicht, dass sie kommt. Ich glaube, diese Trilogie ist tot. Denn The Last Jedi, ob man ihn mag oder nicht, ist relativ egal. Im Gesamten ist es ein derartig stark polarisierender Film, dass ich glaube, dass Star Wars Fans keinen Bock mehr auf die Nummer haben. Sie haben keinen Bock mehr auf diesen Stil, wenn es um Star Wars geht. Zumindest ein sehr relevanter Teil der Fanbase. Deswegen glaube ich wirklich, dass diese Sequel-Ära nach und nach geretconnt wird. Und es würde mich nicht einmal wundern, wenn sie irgendwann in den Legends-Bereich gehauen wird. Wie komme ich darauf? Nun ja, wenn wir uns die Ahsoka-Serie angucken, es wird sicherlich um Ezra Bridger gehen. Man wird doch probieren, ihn zurückzuholen. Und wir haben ja auch in Rebels gelernt, dass es einen Ort gibt, der es einem ermöglicht, die Zeit zu verändern. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich habe es jetzt vergessen, aber ich sehe dieses Symbol in der Title Card von Ahsoka. Werden einfach die Sequels gecancelt? Ich meine, werden die einfach für Unkanon erklärt? Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Das ist echt heftig, wenn ich so darüber nachdenke, dass die Serien alles so viel besser machen als die Star Wars Sequels und dass wir auch so die Möglichkeit haben, Lukes Geschichte weiterzuerzählen. Castet ihn neu mit Sebastian Stan. Von mir aus castet auch Leia nochmal neu und Han Solo nochmal neu. Es stört mich persönlich nicht mehr, wenn wir dadurch bessere Geschichten kriegen. Weil jetzt, wenn wir auch noch Thrawn haben und so weiter, könnten wir uns auch annähern an die Timothy Zahn-Buch-Trilogie. Wir könnten jetzt tatsächlich die Sequels kriegen, die wir auf der Leinwand nie bekommen haben. Und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil Fans der Sequels haben diese 3 Filme, können sie sich immer wieder angucken. Aber Fans von Star Wars, die diese Filme nicht so geil finden, haben jetzt die Gelegenheit, die Sequels zu bekommen, die in unterschiedlicher Literatur für viele besser dargestellt wurde, als das, was wir letztendlich bekommen haben. Es ist äußerst interessant, wenn ich so darüber nachdenke. Aber jetzt seid ihr gefragt, wie steht ihr dazu, dass Luke Skywalker zurück ist? Eventuell macht man auch was mit ihm. Wie steht ihr dazu, dass Boba Fett seine eigene Serie kriegt? Schreibt mir auch das in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.